ich will nochmal auf den 21.12. zurückkommen, aber jetzt mehr die spirituelle Seite beleuchten, weil ich schon denke, dass etwas passieren wird. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein äußeres Ereignis sein wird. Ich denke, dass es vielmehr ein innerer geistiger Reifungsprozess ist, der vielleicht zu diesem Zeitpunkt ja seine Kulmination erreicht, also seinen Höhepunkt. Das, denke ich, kann man durchaus annehmen. Also ich persönlich empfinde es auch so, dass wir jetzt momentan in einer Zeit leben, in der sich diese Dinge verdichten. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass je schneller etwas stattfindet, desto mehr wir eigentlich darauf angewiesen sind, intuitiv schon die richtige Entscheidung treffen zu können, um dem gerecht zu werden. Und das sind eigentlich auch die Vorhersagen, die einige Leute, die den Maya-Kalender bzw. den Long-Count interpretiert haben, getroffen haben, nämlich, dass sich die Ereignisse um uns herum immer weiter verschnellern werden und sich dadurch verdichten und dass wir irgendwann einfach ja, gezwungen sein werden, vom verstandesmäßigen Erfassen unserer Welt und unserer Rolle darin überzuschwenken auf das Intuitive, also auf das Bauchgefühl. Das wäre in der Tat ein Sprung in der Entwicklung. Der Mensch wäre dann in der Tat wirklich einen Schritt weiter, das kann man schon so sagen, denn intuitiv trifft man immer zu jedem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Man ist sozusagen eins mit dem, was einen umgibt, und durch diese Einheit bzw. durch diese innere Harmonie mit der Äußeren, also durch den Einklang, durch die Resonanz, dadurch befindet man sich im Fluss und stellt keinen, ja, keinen Fremdkörper dar. Man ist dann Teil des Flusses und nicht mehr ein, ja, ich sag jetzt mal ein Stückchen Holz, was im Fluss hin und her schwimmt, sondern man ist selber zum Fluss geworden und empfindet sich als Ganzes. Das wäre der nächste Schritt in der Tat, aber der vollzieht sich jetzt im Moment auch schon. Also das hat irgendwann in den 90ern angefangen, dass ich das Gefühl hatte, aha, es tut sich irgendetwas. Es fing erst damit an, dass ja, es kam die Phase der Psychedelika, es gab so eine Psychedelika Revival in den 90ern, als hier in Köln 1990, 91 die ersten Techno-Läden aufgemacht haben. Ich war auch dabei, wir galten damals alle als ein bisschen abgedreht, aber es war so eine Art 68er Psychedelica Revival, und wenn ich jetzt heute mich so umschaue, 2010, dann kann man schon ganz eindeutig sagen, hat dahingehend eine Öffnung stattgefunden. Also wenn ich hier über Kundalini-Yoga spreche, dann können sehr, sehr viel mehr Menschen etwas damit anfangen, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Damals musste man alles wirklich von der Pike auf erklären, mit Chakras konnte auch keiner was anfangen. Ja, das ist heute mittlerweile anders. Und alleine diese Tatsache bewirkt schon einiges. Alleine schon, dass die Menschen über ihr eigentliches System, was sie eigentlich sind, Bescheid wissen, und dass viele anfangen damit zu arbeiten, entsteht so etwas wie ein morphisches Feld. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was morphische Felder sind. Ein morphisches Feld, man hat in England mal Versuche gemacht, und zwar hat man eine Schulklasse etwas neu lernen lassen und hat dafür die Zeit gemessen. Dann hat man im Vergleich dazu geschaut, wie viel Zeit nachfolgende Schulklassen dafür gebraucht haben, etwas zu lernen, was jemand anders vor ihnen schon in einem Klassenverband neu gelernt hatte. Und man hat festgestellt, dass also immer dann, wenn etwas bekanntes Terrain ist, hat es den anderen, ist es den anderen leichter gefallen, das zu erlernen. Und immer dann, wenn es neu war, also wenn vorher noch niemand dieses Terrain betreten hatte, war es dann schwieriger. Also es ist also sozusagen ein morphisches Feld. Sobald ein Mensch etwas erfährt und mehrere Menschen im Kollektiv etwas erfahren, entsteht daraus ein morphisches Feld, und es fällt uns leichter, uns intuitiv in dieses morphische Feld einzuklicken und dann dieses Wissen, welches andere schon für uns gemacht haben, zu übernehmen. Das funktioniert. Die Begrenztheit des Egos hört da auf, wo man irgendwann einmal in seinem Leben vielleicht durch einen Schock oder durch irgendetwas anderes den Zustand der Egofreiheit erfahren hat. Und man kann das Ganze auch sanft erreichen. Dafür mache ich eigentlich die Yoga-Videos.
Aber ich habe jetzt festgestellt, Yoga ist eigentlich gar nicht so angesagt. Ich habe in meinem Blog die Umfrage gestartet. Ich habe da so 6 Fragen formuliert und alle Leute wollen nur NWO, 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 Details, Nachrichten. Und deswegen gehe ich ja jetzt auch wieder in diese Richtung. Mache einfach weiter wie vorher. Also ich richte mich da nach den Stimmen. Und wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, stimmt anders. Ich werde jetzt erstmal so in diesem Stil hier weitermachen. Scheint den Leuten besser zu gefallen und mir persönlich fällt es auch leichter. Ja, 21.12. abschließend. Okay, was jetzt UFOs anbetrifft, ob da jetzt irgendwelche UFOs auftauchen werden, fragt mich bitte nicht, weil dafür bin ich nicht der Experte. Ich interessiere mich dafür, ich finde es auch immer wieder interessant, was manche Leute so filmen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das alles voll bevölkert ist da oben. Aber wie gesagt, ich meine, momentan finden hier so viele wichtige Dinge statt und ich bin so sehr damit beschäftigt. Wenn die irgendwann vor meiner Haustür stehen, ich lade sie ein. Die können mit mir einkiffen, kriegen aber zu futtern von mir, können auch bei mir übernachten, ist alles kein Problem. Ne? Also, aber darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, was ich da annehmen soll. Ich weiß auch, dass es Akten gibt, die unter Verschluss gehalten werden, aber wie gesagt, es ist ein Thema, da kann ich mich jetzt nicht auch noch reinstürzen. Dann wird es wirklich ein bisschen zu viel. Rein politisch, denke ich, wird sich sicherlich einiges bis dahin abspielen. Man steuert immerhin auf diese Weltregierung zu. Und ich denke, man wird sich nicht davon abhalten lassen, egal was passiert. Spirituell gesehen befinden wir uns eh schon in einem Umbruch. Es könnte sein, dass aufgrund äußerer Einflüsse wir es vielleicht mit irgendwelchen extremen Umweltbedingungen zu tun bekommen werden. Das weiß ich aber auch noch nicht. Es ist nicht so, dass man jetzt, heute zu diesem Zeitpunkt, irgendetwas absehen kann. Wie gesagt, ich bin da hinterher, ich buddel danach. Das Letzte, was ich gemacht habe, ich war jetzt vorgestern nochmal auf der Webseite der NASA und habe mir da nochmal die ganzen Berichte angesehen. Es gibt keinerlei Hinweise, es gibt im Gegenteil viele Leute, Pseudowissenschaftler, die im Internet angeben, sie hätten NASA-Wissenschaftler dazu befragt und die hätten gewarnt und so, aber das ist wie gesagt alles nicht richtig. Jeder kann auf die Webseite der NASA gehen und kann selber nachgucken. Es wird dementiert, dass zu diesem Datum irgendetwas Außergewöhnliches stattfinden soll. Nur an dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, die NASA ist nicht das Maß aller Dinge. Die NASA beispielsweise dementiert auch ziemlich eindeutige Dinge oder es gibt Videos, Aufnahmen, die gemacht wurden von Astronauten. Da geht es um unidentifizierte Flugobjekte, die dann von der NASA komisch beschieden wurden. Deswegen, also die NASA ist sicherlich eine Organisation mit Interesse und man muss immer sehen, dass eine Organisation mit Interesse nie entgegen dem eigenen Interesse handeln wird. Von daher können wir nur hoffen, dass sie tatsächlich die Wahrheit sagen. Ja, wie gesagt, es gibt keinerlei wirkliche Beweise oder keinerlei Hinweise darauf, dass tatsächlich, nehmen wir mal den Planeten Nibiru. Dieser Nibiru, der hätte jetzt schon letztes Jahr im August spätestens im Südhimmel zu sehen sein müssen. Es tauchen zwar immer wieder Videos auf, nur auch da stört mich, dass es immer nur vereinzelte Videos von einem Menschen alleine ist oder sind, die nicht dupliziert sind. Ja, also jetzt beispielsweise, wir hatten vor einigen Tagen diesen Kometen, der da über die Staaten hinweggeflogen ist. Das haben viele verschiedene Kameras aufgezeichnet. Ja, das ist nicht nur einer. Und deswegen, wenn da ein zweiter Körper am Himmel erscheint, neben der Sonne, ein zweiter Planet, der kleiner ist, aber leuchtet, der zu sehen ist, dann denke ich, würden das mehr Leute aufzeichnen. Und es ist heutzutage nicht schwer, ein Videobild zu faken, da irgendwas reinzumachen. Da haben wir mittlerweile unbegrenzte Möglichkeiten. Deswegen ist Video als Beweismittel nicht zulässig. Das war es früher übrigens auch nicht vor Gericht. War es noch nie zulässig als Beweismittel. Als Indizia, aber nicht als Beweis. Zumindest hier in Deutschland, nach deutschem Recht. Ja, okay. So viel zu diesem Video. Im nächsten mehr.